Hello, Ladies and Gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu Slice and Dice. Bevor wir anfangen, ich habe es nicht vergessen, schauen wir mal über die Options, die wir unlocked haben. 5% Wild Modifiers. They appear in Difficulty Offers, etc. Ja. Autoflee? Nö. Ich hatte, wir hätten noch mehr unlocked, aber scheinbar nicht. Ich könnte mal die Rarity nehmen. Ich weiß nicht, wofür es ist. Was haben wir denn hier noch? Generate Victory. Complete Generate. Unlocks an Option. Generate Hard Victory. Complete Generate on Hard or Harder. Another Achievement must be completed. 75 Achievements. Unlocks 4 Things. Okay. Wir machen einen normalen Run. Mit Flex 0.7 vielleicht. Rarity 1. Das ist also wahrscheinlich seltener. Mal gucken. Wir haben hier auf jeden Fall Choose a Thing. Tier 0. Fingers crossed. All heroes add critical and fumble to the right side. 50% chance oder Chance for plus 1. Rechecks each turn. 50% chance to be blank. Mhm. Less HP. All monsters minus 1. All heroes minus 2. Oder die linke Seite. Immer alle. Okay. Wie dumm ist denn das? Die linke Seite ist meistens die stärkste. Da sollte man halt aufpassen. Denn wenn man hier sieht, das wären 4 Damage, das wäre nur 1 Damage. Aber ich möchte nichts. Wir haben einen Spade, einen Spaten. Damit können wir jemanden wiederbeleben. Das heißt, Self-Damage must be used. Und irgendwie finde ich die Rarity gar nicht so cool. Aber ein Fighter? Nee. Ja, ist gut. Na komm, das kannst du besser. Wisst ihr? Man muss nur an sich glauben. Was haben wir denn hier? Mulch. Heal 2. Any one pip. Wir sind auf Classic Normal. Okay. Was haben wir hier? Scorch. One damage cleave. Okay. Kann man machen. Aber das macht mehr Sinn. Gucken wir mal, dass wir jemanden töten können. Ja. Ich hätte Mulch noch machen können. Naja. Nicht so schlimm. Wir werden definitiv noch mal früher oder später den Hard Mode probieren. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal einen normalen Run. Pilgrim. Und der Evoker. Drop. 4 Damage to the topmost enemy für 3. Ja. Pilgrim ist auch nicht verkehrt. Der Evoker. Evoker und Pilgrim. Gucken wir doch mal. Evoker und Pilgrim. Hatten wir den Evoker jemals? Wo ist er? Na, wo ist er denn? Er muss hier irgendwo sein. Ja. Not yet encountered. Also den hat man nicht. Dann nehmen wir den. Okay. Guter Start, würde ich sagen. Wir kriegen okayen Damage. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. 3 Mana. 4 Damage auf den Top Enemy. Ist ziemlich gut. Da kommen wir leider nicht dran. Aber wenn wir Glück haben, wir bräuchten einen Mana. Dieses Drop, oder wie es auch immer heißt, denen ist nämlich egal, ob wir es targeten können oder nicht. Castor Root. Alles, was ein X hat, wird zu Heal 1. Macht natürlich bei einigen Charakteren durchaus Sinn. Ne? Zum Beispiel beim Evoker. Warum nicht? Warum nicht? Thorn ist auch recht gut für uns. Ich glaube, immune. Ach nee, doch nicht. Immune to Abilities. Das ist weniger schön.
Okay, ich brauche aber schon ein wenig Durchschlagskraft. Oder ich kriege einfach gar nichts. Das geht auch. Das geht natürlich auch, ja. Ich meine, mir wäre 2 Damage lieber. Okay. Dann nicht. Ich kann ihn buchstäblich nicht angreifen. Nur der Falter hat, glaube ich, was. Und wenn der keine 2 würfelt, habe ich ein Problem. Denn der macht jedes Mal 5 Damage, wie ihr seht. Eigentlich will ich das nicht. Ach, jemine. Ja, was soll ich tun? Warten. Immerhin. Okay. Das kann ich machen, ja? Und du würdest 5 Damage kriegen. Na, dann müsste das doch passen, oder? Hier, ja. Eieiei. Root. Und Vampire. Vampire bin ich ein Riesenfan von. Hier hätten wir allerdings ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Und das ist, was uns ein bisschen gefehlt hat. Heal and Shield. Leider kein Cleanse. Oder Cleanse. Okay, er macht nur 1 Damage. Das können wir weiter versuchen. Okay. Könnte besser sein, war es nicht. Passt aber. Drei Damage. Hm. Dann macht das ja. Ja, doch. Wie gesagt, der Spade wird immer einen Revive würfeln. Immer. Deswegen ist es völlig wurscht, ob wir den mitnehmen oder nicht. Das ist sehr gut für uns gelaufen, denn wir können 2-mal droppen. Drop off, please. Upon death, plus 2 Mana. Clumsy Hammer, eliminate. Target must have the least HP. Target must have the most HP. Also es klappt quasi nur, wenn wir einen Gegner haben, verstehe ich das richtig? Naja. Wer ist denn hier recht schwach? Du bist recht schwach auf der Brust. Kann man natürlich ziemlich cool verbinden, ne? Ich könnte den mit dem Spade ja einfach wiederholen. Kriegen wir das hin, 5 Rüstung zu bekommen, damit die Militia abhaut? Bestimmt. So nicht. Jetzt sind wir bei... Hier müsste ein Schild. Verdammt. Das... habe ich mir anders vorgestellt. So überlebst du aber. Naja, okay. Wieso habe ich dir das eigentlich... Ah, nee, Moment, das war ja richtig. Du sollst ja sterben. Du sollst ja sterben. Eigentlich. Macht das überhaupt Sinn so? Wir wissen... dass wir ihn wiederholen können. Zu 100%. Ja, das wird schon passen. So. Da ist er wieder. Guck. Das ist natürlich jetzt echt doof hier. Aber ist okay. Naja. Machen wir es eben so. Wieso habe ich ihm denn 4 Damage gemacht? Habe ich nicht aufgepasst? Warden. Weitaus mehr Verteidigung. Oder der Medic. Der allerdings weitaus weniger Mana hat. Set a hero to 4 HP. Mhm. Ich glaube, der Warden ist einfach ein Upgrade. Wobei ich denke, wenn mich nicht alles täuscht, dass wir den Warden schon häufiger hatten. Bin mir gerade nicht sicher. Kriegen wir 5 Damage hin. Damit haben wir theoretisch schon mal einen Batzen an Damage. 1, 2. Wir bräuchten noch 2 Damage. Haben wir nicht bekommen. Denn was wir machen können, ist das und das.
und könnten nochmal 3 Damage hier machen. Ach, das ist 4 Damage. Dann habe ich mich wirklich verguckt. Naja, okay. Was? Mulch. Heal 2, ja. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Irgendwo ein Damage, ha? Huh? Das schaffen wir bestimmt. Warum würfel ich den eigentlich die ganze Zeit neu? Wir haben wirklich nicht irgendwo ein Damage gewürfelt. Hm? Naja. Da sollte jetzt nicht viel... Ja. Da. Fühl dich gehealt. Auf gar keinen Fall. Es macht gar keinen Unterschied, ne? Habe ich schon mal gesagt, wir müssen die... Also, es bringt nichts, wenn ich sie bekämpfe. Ich kann sie genauso gut fliehen lassen. Es ist absolut kein Unterschied. Flickering Blade. Replace the right side with Copycat. Oder one pip to all damage sides if equipped to a red hero. Tja, jetzt haben wir ärgerlicherweise allerdings nicht den Vampire genommen. Heal and Shield, ne? Ich meine... Wir haben jetzt auch noch nicht wirklich gute Sachen. Wir holen uns ein random Tier 3 Item. Plus 1 to incoming shields. Das kann durchaus noch relevant sein, wenn wir den Charakter bekommen, der mit Steel, glaube ich, angreift. Der mehr Damage macht, je mehr Schild er hat. Um wen kümmern wir uns jetzt zuerst? Hm? Wahrscheinlich den Dude. Dann einmal 2, einmal 3. Und ansonsten passt das. War eine recht gute Runde. Slimelet hat nichts gewürfelt. Das heißt, wir können uns ohne weiteres auf den Ogre konzentrieren. Ne, hätte besser sein können. Wenn wir in der nächsten... Ich glaube, es ist sinnvoller, in der nächsten Runde damit anzugreifen, mit Drop. Wir machen 2 mehr Damage für... ein mehr Mana. Wiederbeleben brauchen wir noch nicht. Das wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich meine, ich nehme es dann schon irgendwann mit, ne? Stun. Geht nicht. Haben wir wirklich nicht einen einzigen Mana-Dingsterbums gewürfelt? 5, 6. Aber das würde passen. Ich bin tatsächlich ziemlich zufrieden mit den Skills, die wir haben. Drei Damage auf alle irgendwie. Hm? Stun, damit machst du schon mal nichts. Ich bräuchte trotzdem langsam ein wenig was. Damage. Jungs, ich habe ein Problem sonst. Ja. Mein... Wenigstens ein Damage und ein Mana. Das würde reichen. Das ist schon mal... Ja, gut. Wie gesagt, das reicht. Wir könnten den Spaten zu einer Sphäre machen. Slam. 4 Damage. Heavy. 2x 1 Keyword Sides. Ich glaube, den hatten wir noch nie. Ich denke, deswegen werde ich den mitnehmen. Der ist nicht gut. Die Sphäre ist nicht gut. Aber... wie schon so häufig gesagt, möchte ich die euch natürlich dennoch alle mal präsentieren. Das ist dann doch gar nicht schlecht. Ups. Gut, wir kriegen auch einen Batzen an Rerolls. Ne? Die Chance ist recht hoch. Wir haben leider keinen orangenen Helden. Ich denke, hier können wir uns auch von dem Gedanken verabschieden, dass wir den Sarkophagus killen. Das wird nämlich wahrscheinlich nicht klappen. Aber okay. Ist dann halt so. Slam klappt nicht, weil wir keine Keywords dafür haben.
Ja. In dem Fall müssen wir das leider so machen, denn sonst greifen wir nur den Sarkophagus oben an. Das bringt mir leider auch nur bedingt etwas. Das ist dir aber noch überlegt. Ja, ne? Also ich kann nur ihn angreifen. Bisschen schade. Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Perfekt, perfekt. Vielleicht sollte ich tatsächlich bei dem Warden ein bisschen versuchen, auf Angriff zu gehen. Du machst Damage. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wenn ich kann das machen, aber bringt das was? Nee. Wer greift den an? Der Bones hier. Okay, damit überlebst du. Wer greift dich an? Dieser Bones. Den kriege ich definitiv nicht weg. Ich kann nämlich leider auch keinen Slam machen. Doch, Moment. Das müsste klappen. Ja, und hier ist es fast egal. Ja, man merkt das, wenn auf einmal die Durchschlagskraft fehlt. Das ja, dann heil halt für eins, mein Gott. Right. Okay. Gut. Echt, du wolltest noch nicht abhauen? Mutig. Ja, jetzt kriege ich das, ne? Jetzt. Hex, kill an enemy with exactly 6 HP, ranged single cast. Replace the left side with 5 damage, discarded upon death. Das hatte ich noch nicht. Das kenne ich nicht. Exactly 6 HP, das, ja, kann klappen. Guter Start. Sehr guter Start tatsächlich. Wer kriegt am meisten Damage? Also es macht Sinn, dich zu blocken, denn du kannst Leute blockieren. Also nicht blockieren, aber Moment, Moment, das wäre ja Quatsch. Stunnen kannst du Leute. Du machst mehr Damage. So. Das wollte ich haben. War doch jetzt nicht so schwer. Danach, also du verlierst jetzt 4 HP. Ich könnte dich also theoretisch nächste Runde killen, wenn ich ein Mana bekomme. Dann machen wir das. Schon mal gut. Schon mal okay. Sehr gut. Damit bist du weg. Der Rest ist gerettet. Wir könnten noch jemanden töten. Ja, ich glaube, viel besser geht kaum. Kommen wir nochmal an 3 Mana. Ich befürchte fast nicht. Mal gucken. Durch diese ganzen Rerolls ist die Chance natürlich höher als 1. Moment, wir haben doch hier das. Ist die Chance natürlich höher als 1 zu 6. Ja, bei der Sphäre den Stun zu würfeln. Darf man nicht vergessen, wir haben 2-mal Reroll. So. Das wäre natürlich jetzt fantastisch gewesen, wenn ich das andere Item genommen hätte für diese Damage-Seite. Dann würden wir nämlich Weaken 2 haben. Das ist sehr schade. Na gut. Weaken ist dennoch nicht schlecht. Kriegen wir irgendwie 4 Damage? Ja, theoretisch mit Drop. Weaken nehmen wir auch mit. Ich denke aber nicht, dass wir noch an die 3 Mana kommen. Aber mal schauen. Nevermind. Ups. Das hätte ich mir auch sparen können. Du bist weg. Da unten kommen wir nicht dran. Doch. Ah. Would you look at that?
Drop schaffen wir nicht. Aber bursten können wir. Ja. Unlocks the difficulty. Heaven. Na, aha. Mal sehen, was das so ist. Sling. Add underdog to the bottom side. Underdog. Mal 2 versus targets with more HP than me. Ist, glaube ich, ziemlich gut. Weil das ist meistens der Fall. Demon Horn. Replace the rightmost side with heal 2, boost, inflict pain. Also, ne, das heißt effektiv, wir heilen jemanden um 2, beziehungsweise wir ersetzen. Soll ich es euch einfach mal zeigen? Ich zeige es euch einfach mal. Wer bräuchte das am ehesten? Du. Das ist schwierig zu erklären. Vielleicht komme ich dazu, es euch zu zeigen. 9. Das heißt, wenn wir dir 2 Damage machen, was wir hiermit schon haben, können wir dich stunnen. Das ist fantastisch. Region. Ach, hat auch Boost. Okay, aber das geht besser. Na gut. So. Bam. Den Wizard können wir leider oben nicht angreifen. Ich hätte nämlich gerne den Drop auf ihn gemacht. Dann haben wir wieder einen Stun. Perfekt. Wieder einen Boost. Jetzt haben wir auch das. Jetzt hoffe ich mal, dass wir Weaken würfeln auf der einen Seite. Ach, das warst du. Komplett verguckt. Naja. So, ich gebe jetzt zum Beispiel ihm 2 Damage. Beziehungsweise ich habe ihn um 2 geheilt. Jetzt hat er auf seinen Pips plus 2. Also ich könnte das auch so machen. Jetzt könnte ich jemanden um 3 boosten. Zum Beispiel hier. Wenn er das macht, kriegt sie unten Damage. Wie gesagt, das ist ein bisschen weird zu verstehen. Aber, naja. Übrigens war das eine ziemlich schlechte Runde. Aber das passiert halt, wenn man nichts zum Draufhauen hat. Ich brauche Damage. Wirklich, ich... Das gibt ein Problem gerade. Oh, holy crap. Irgendwie jeder greift dich einfach an. Ich könnte hier mit 4 Damage machen. Wieso can't target dead? Ach, weil es heavy ist. Ja, ja. Gut. Hm. Nee. Das ist ein Problem. Wiederbeleben hat sonst auch niemand. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Das ist super schnell eskaliert. Das hätte gar komplett anders laufen können. Wenn ich in der ersten Runde einen Mana mehr gehabt hätte, hätten wir ihn nämlich gestunt. So, den stunnen wir auf jeden Fall jetzt. Mein Gott. Drop. Moment. Unten, der muss drauf gehen. Außer ich mache das hier und das hier. Oder so. Vier Mana. Circle und Burst könnte noch... Nee, klappt nicht. Ich muss den droppen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Glaubt ihr, das bringt mir sowas?
Ich meine, ich wüsste gerade wirklich nicht, wie ich es besser machen kann. Das gibt jetzt halt Probleme. Ne? Seht ihr selbst. Das ist schon mal gut. Damit muss ich aber ihn angreifen. Ich brauche hier definitiv diese eine Damage-Seite, sonst bin ich tot. Ja, das hilft mir nämlich nicht. Jetzt haben wir zweimal den Saphir-Skull bekommen. Hm? Wenn wir... Ja, das könnte passen. Survivor. Win a fight with only one surviving hero. Unlocks an item. Was haben wir noch bekommen? Hä? F4. Complete any 75 achievements. Unlocks 4 things. Das ist, was wir uns eben angeguckt haben. Complex events. Myriad offers. 0.166667. Um 5% werden zu 20%. Pile of bones. Kill 100 bones. Unlocks a monster. Sorcerer. Mit einer hohen Chance auf Mana. Miasma. One Damage Poison Cleave. Cool. Oder der Chirurg. Nee. Sorcerer. Okay. Gucken wir mal, ob wir uns hier irgendwie wieder retten können. Wir könnten theoretisch sogar bis zu 2 Rerolls jetzt jede Runde bekommen. Interessant. Ne? Gerade gesagt. Ich brauche unbedingt Weaken. Ja, genau das. Damit machst du nämlich schon mal nichts. Jetzt heilen wir dich und retten dich quasi direkt dazu. Können wir? Nein, können wir nicht. Also, dann halt nicht. Wer würde aktuell sterben? Du. Okay. Achso. Wahrscheinlich wäre es klüger, ihn zu heilen. Für die Stunts. Okay. Habt ihr jetzt gesehen, wie unglaublich gut und hilfreich Weaken sein kann? Der hat quasi nichts diese Runde gemacht. Deswegen möchte ich das wieder und wieder haben. Deswegen nehme ich es auch wieder und wieder. Okay, jetzt macht es nicht ganz so viel Sinn. Noch relativ viele Rerolls, ne? Vielleicht soll ich weitermachen. Das Weaken kann ich ja behalten. Miasma. Gelb oder blau? Kriegen wir überhaupt jemanden damit gekillt? Ja, so. Und wer geht auf gelb? Du. Dich kann ich aber nicht retten. Dich kann ich nicht retten. Nee. Ups. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich so viel verliere. Aber ja, wir verlieren hier immer Max Life. Sehr gut wieder. Das geht besser. Aber nicht viel besser als das. Mana. Unsere Reroll Engine rollt. So, du machst nix. Wäre das schon mal geklärt? Würde ich sagen. Exactly 6 HP. 1, 2, 3. Wie viel hast du jetzt? 10. Und du verlierst 2. Das heißt, wenn wir nächste Runde 2 Mana bekommen, bist du dead, richtig? Ein Mana. Zwei Mana. Und wisst ihr, was das Schönste daran ist? Ich habe sogar noch ein Damage für den Bones. Okay, ich glaube, wir haben uns so ein bisschen gefangen. Nur noch Brute ist aktuell angeschlagen. Was schade ist, denn der hat auch einen Stun.
Silver Pendant plus 2 to Incoming Shields. Add Mana Gain und Death und plus 2 Pips to All Sides. Das ist halt schon nicht schlecht, ne? Aber dafür kann ich ihn halt nur einmal verwenden, dann ist er tot. Das klappt nur mit einem anderen Charakter, der den Tod quasi umgehen kann. Infinity Heal. Replace the two right sides with Heal All Sides, retaining the original Pips and Keywords. Interessant. Das heißt, ist das dann Cantrip? Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das rollen, würde das automatisch ausgeführt werden. Wenn wir das hier machen, dann würden wir alle, wenn ich das richtig verstehe, alle heilen und alle boosten. Ja. Das ist sehr gut. Vor allem mit 2 Rerolls. Das müssen wir mal ausprobieren. Das müssen wir ausprobieren. Ja gut, ich meine, ich kann da relativ wenig ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Denn das klappt ja nur einmal. Das heißt, Cantrip bringt ja gar nicht so viel. Trotzdem nicht schlecht. Ja, das passt. Also, wenn wir das jetzt machen, kriegen alle plus 1. Leider klappt das nicht auf Cantrip, denn wir haben ja zu dem Zeitpunkt noch keine Dinge gesetzt, keine Würfel. Das hatte ich nicht bedacht. 4 Damage wären auf dem oben. Ich würde gerne den Warchief stunnen. Wir haben 6 Mana. Wir könnten einiges tun. Vielleicht 2x Miasma. Wenn ich das einmal mache. Moment. Warte, ich kann dich doch direkt töten. Aber dann brauche ich dich ja gar nicht stunnen. Das ist ja angenehm. So, wer greift dich denn an? Wer geht hier auf den lieben Roten? Du. Ansonsten sieht der Rest eigentlich in Ordnung aus. Wir könnten jetzt noch theoretisch Miasma verwenden. Ja. Ich glaube, das ist okay so. Nehmen ein bisschen Damage in Kauf. Dafür sterben 2. Und wieder wäre es plus 1 auf jeder Seite. Ist das hier sinnvoll? Ich glaube, das gebe ich wem anders. Denn wenn wir auf einmal hier minus 2 im Weaken, auf diesem Weaken-Feld haben, ist das um einiges stärker. Ups. Da ist der Wanderer, der mit Defy hat. Plus 1 Pip for each incoming damage. Poet. Der war auch nicht schlecht. Der hat auch wieder dieses Shield-Ding. Hätte einen Reroll. Ein Mana-Cantrip. Era. Ja. Ich glaube, du solltest das haben. Oh, Moment, wo hattest du Ära? Ah, das hatte der andere. Das wäre natürlich übelst fett gewesen. Dann ah ja, gut. Ich bin immer noch zufrieden damit. 3 Damage. Okay, Weaken. Das ist genau, was ich wollte. Und der Poet hat noch die Möglichkeit. Wir haben sogar 2 Mana gemacht. Okay, es entwickelt sich gerade echt gut. Wieso hast denn du 2? Ich meine, ich nehme das. Auf jeden Fall. So. Mom. Du machst 2 Damage. Du machst viel zu viel Damage. Warum hast du jetzt... Ach, Moment. Weil das auf... Dann ist es nicht mehr Boost. Deswegen hatte ich ihm das gegeben. I see. Das macht auf einmal viel mehr Sinn.
ein Damage weaken. Shield 1 to all allies boost. Okay. Miasma wäre hier auch echt gut gewesen. Möchte ich jemanden weaken? So kriegen alle ein weniger. Ja. Nee, das nicht. Okay. Wenn ich es nochmal würfel, ist natürlich gut. Ich meine, auf der anderen Seite, ich kann so jederzeit, oder was heißt jederzeit, aber so könnte ich halt 5 Leute heilen. Charged. For each stored mana. Nehmen wir. Weaken nehmen wir auch. Rerolls nehmen wir auch. Dann hoffen wir mal, dass wir noch ein paar Stunts würfeln. Mindestens einen. Keinen. Naja, okay. Das ist auf jeden Fall ein Batzen an Damage. Wir müssen jemanden shielden. Macht Sinn. Damage. Damage. Das heißt, wir müssten dir 3 Damage machen. Das geht aber nicht. Ich kann das nur so machen. Okay, du kriegst 6 Damage. Dich kriege ich definitiv nicht gerettet. Keine Chance. Nee. Dann vergifte ich lieber weiterhin. Wer denn? Ach so, ich kann noch einen weaken. Aber auch das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied mehr. Ja. Wenn wir zweimal einen Stun würfeln würden, könnten wir die alle aufhalten. Einmal wäre auch schon in Ordnung. Einmal Heal hilft tatsächlich. Hast du nicht auch einen Stun drauf? Ja, aber du hast Rerolls. Okay, sehr gut. Dann machst du nämlich nichts und stirbst trotzdem. Ups. 3 Damage mit Miasma. So. Alle sterben. Weit 15 von 20 schon. Ich habe das Gefühl, wir sind diesmal schneller unterwegs. Choose a blessing. I dot Ruby. Plus 2 to incoming healing. Und 2 empty HP. Ein permanentes Item. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht kann ich es nicht mehr unequippen. Würde ich halt vermuten. Every fifth dies. Self-shield. This effect applies after items. Rarity 33%. Ich weiß nicht, was dieser Stern da bedeutet. Wahrscheinlich, dass es ein seltenes Item ist. Jeder fünfte Würfel. Ich möchte was anderes. The eighth spell you cast, each fight is free. Okay. Pair of Kings. Add pair to the top and bottom. Mal 2, if this has the same pips as the previous dice this turn. Uninteressant. Nicht ganz so wichtig. Schon okay. Hier nicht schlecht. Aber wir haben... Und hier... Replace Mana und Mana Gain Sites with Basic Damage Sites, retaining their other Keywords and triple their Pips. Mhm. Es wären also 3 Damage hier. Retaining the other keywords. Das ist ja dann Cantrip. Oder? Moment. Ja, 3 Damage Cantrip. Jedes Mal, wenn wir das würfeln, machen wir 3 Damage. Fett. So, das hier wollte ich aber dir geben. Denn das macht bei dir durchaus mehr Sinn. Mit diesem Boost. Cool. Der Rest wird natürlich weiter gewürfelt. In der Hoffnung, dass wir auch hier noch ein paar Rerolls bekommen. Auch das ist nicht schlecht. 2 Shield auf alle wären natürlich auch ziemlich cool.
Wir haben noch einen Reroll. Wir haben echt ein bisschen Pech gehabt, was das angeht. Aber wir können uns retten. Und ich kann das sogar klüger machen. So. Ja, uns fehlt leider eine Damage-Quelle. Sonst wäre die Hydra tot. Schade. Ich dachte eigentlich, wir hätten das Glück. Aber wenn das so ist, dann sollte ich vielleicht auf den oberen gehen, oder? Ach, guck mal, wieder zwei Mana? Dann hätten wir den... Nee. Gut, ich muss dich halt retten. Ich komme ja gar nicht drum rum. Wenn wir den Demon oben weg haben, wie jetzt, haben wir nämlich eine weitaus höhere Chance, den Dude häufiger zu treffen. Wer hatte die Reroll-Seiten noch? Du nicht. Du hattest Reroll? Und du, okay. Zwei Schild auf allem. Ich glaube noch nicht. Das nehmen wir. Könnten wir tatsächlich mittlerweile auch mitnehmen. Ja. So. So kann es nämlich gehen. Nicht, dass ich diese 5 Damage-Quellen jetzt gebraucht hätte, denn ich habe so genug Damage gemacht. Aber naja. Mein Freund Tarantus. Twin. Den weiß ich, dass wir den noch nicht hatten. Der ist nämlich auch ziemlich interessant. There is a copy of me who benefits from my items. Ja. Das heißt, wir kriegen 2 Helden. Was hatten wir nochmal, wo wir sagen, die rechte Seite wird ersetzt? Das wäre das. Das hilft uns nicht. Das auch nicht. Das war Cantrip. Das sind die... Dann hätten wir es doppelt. Allerdings wäre es nur Heal, ohne dass sonst was anderes wäre. Außer das hier. Okay, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wir werden das jetzt mal versuchen. Davon abgesehen, der Forsaken ist um einiges besser, ne? So stirbt aber auch nur ein Twin. Also, was ist, wenn ich... Wo ist der Twin? Da. Wenn ich dir das gebe und das. Ja. Heal to all allies. Boost. Und inflict pain. Also... Ich glaube, bei dir ist es trotzdem besser. Einfach durch dieses Boost, dann hast du die doppelte Chance. Ich glaube, das ist klüger. Aber der Twin kann ruhig sterben. Übrigens schön, dass er in der Mitte auseinandergerissen wurde. Wenn ihr Geschwister habt, macht das nicht. Schön wäre, wenn der Rerolls bekommen hätte. Ein Damage Pain. Ja, du hast jetzt natürlich nicht die besten Seiten, ne? Da sind wir uns wohl einig. Bringt das überhaupt was, bei dem weiter zu rollen? Kann ich nicht. Ja. Stopp. Stopp. So. Dadurch kommt schon mal ein Moment. Moment. Wenn ich das mache, dann machst du nämlich gar nichts mehr. Außerdem stirbst du. Aber eventuell auch nicht. Mal gucken. Wenn ich diese Spider da oben angreife, die ich nicht angreifen kann, aber ich kann sie so angreifen, dann überlebst du. Okay. Okay. Stun. Ja. 5, 6, 7, 8. Das kriegen wir wahrscheinlich noch nicht hin, aber mal abwarten. Sehr gut. Das ist sehr gut. Vielleicht kriegen wir dich doch gestunt. Das war echt smart. Ach, Moment. Du stirbst ja durch die Tarantus. Was ist... Kann ich die stunnen? Die hat 12 und du hast... Ne, die kriege ich definitiv nicht gestunt. Und ich habe auch kein Defy Death oder sowas. Okay. Dann können wir das machen. Extrem gute Runde. Der Twin, der kann von mir aus sterben. Das ist wirklich komplett wurscht. Denn der hat eh nur 4 Leben. Oha. 3 extra Monster. Slime Dance. Und wir kriegen
Sorcery Notes mit einem zusätzlichen Reroll. Dafür würde die linke Seite ersetzt werden. 5 MTHP und Cleans. Moment. Wenn ich... Okay. Ich glaube, das ist es mir wert. Das wird ein extrem schwieriger Kampf. Aber wenn wir das schaffen, dann würde ich alle Gegner auch, alle Verbündeten auch noch cleansen, wann immer ich sie buffe. Würde ich das? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Scorpion Tail. Weaken und Pain to the top and bottom sides. Plus 4 pips to the left side if equipped to a gray hero. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wenn wir das einmal würfeln, haben wir direkt mir nichts, dir nichts. 5 Rerolls. Wer kann sterben? Du. Ach, da haben wir ja sogar 2 von. Das heißt, wenn die sterben, kriegen wir 2 Mana. So. Das ist auch nicht verkehrt. 5 mehr Leben ist für dich nicht schlecht, denn du kannst stunnen und die linke Seite ersetzen. Könnten wir... Ja, dann haben wir nämlich noch mehr Chancen auf Mana. Ja, bin ich einverstanden mit. Und jetzt gucken wir mal, was sich unser Team da so ausgedacht hat. Einer ist weg. Weaken. Will ich das haben? Wahrscheinlich noch nicht. 3 Damage nehmen wir mit. Kriege ich irgendwie gar keine Rerolls? Okay, ich habe einen Reroll bekommen. Okay, in meinem Kopf sah das weitaus besser aus, was wir hier hätten machen können, aber okay. Eigentlich will ich nicht, dass die da unten stirbt. Das wäre, das ist jetzt super ärgerlich. Oh no. Das hier hilft mir nämlich nicht. Der macht 6 Damage und du hast genau 6. Ich krieg... Ja, das könnte klappen. Dafür würde der Poet sterben, der theoretisch aber 5 Rerolls hätte. Das ist nicht gut gelaufen. Das war somit das Schlimmste, was hätte passieren können. Das war nicht gut. Wir müssen sehen, dass der Sorcerer am Leben bleibt. Egal wie. Egal wie. Komme ich irgendwie auf ein Damage bei dir nehmen? Außer ich würde das machen, aber das, der tut es eh tot. Okay. Wenn ich dir Self... Oh, Banshee, ja. Aber... Warte. Wenn ich dir jetzt Self-Heal gebe. Und dir auch. Okay. Das ist schon mal etwas. Die beiden Bones, ja, sind halt ärgerlich, aber wir haben die Rerolls, glaube ich, hier. Ne, Moment. Sorcerer hat die. Einer. Banshee weg. Damit können wir auch Skills verwenden. Wisst ihr, dass das sehr viel knapper ist, als es eigentlich sein sollte? Wir brauchen einmalig 3 Damage, haben wir. Okay, Moment. So, eins nach dem anderen. Das ist gerettet. Du bist weg. Okay. Reroll the Class of Twins. Kriege ich dann 2 neue Helden? Ich weiß es nicht. Nein, wir kriegen einen. Den Jumble. Fluctuate. Changes to a random side each turn. Retaining keywords and pips. Okay. Veteran. Mit 11 HP, aber keinem Stun mehr, während du 13 bzw. 8 HP hast. Oder die Witch. Die hätte auch eine Weaken-Seite, die hätte die Boost-Seite. Die hätte aber auch Cleave mit 3. Das heißt... Oh. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob das klug war.
Heal 3 auf alle, warum nicht? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen. Was? Achso, weil du da gar nichts hast, ne? Das ist okay. Ist okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann den Twin einfach nicht mehr ausrüsten. Ein Wisp? Wir haben leider keinen Haben wir Reroll bekommen oder nicht? Nee, ne? Drei Mana sind schon recht viel, aber ich versuch's mal noch weiter. Das ist schon mal ein Stun. Ihr Damage Cleave, okay. Möchte ich jemanden weaken? Das wäre auf jeden Fall ein dickes Schild. 3 Damage Cantrip ist eigentlich okay. Die würde ich, glaube ich, mitnehmen. Wir haben noch einen Reroll. Will ich das Weaken behalten? Für ein Jahr für wen? Wenn dann für den Zombie. Weil ich keinen Würfel habe, der 4 Damage aktuell macht. Die würde aber auch keinen würfeln können. Hat auch keine Rewards. Ja, das behalten wir mal. Und jetzt gucken wir weiter. Okay. Erstmal 2 Shield auf alle, beziehungsweise 9 offenbar. Komme ich irgendwie an 4 Damage auf einen Schlag? Potenziell ja, wenn ich noch ein Mana kriege. Was ich nicht kriegen kann. Außer ich greife ihn an. Was mir nichts bringt. Ich müsste ihm 3 Damage machen. Ohne die zu verwenden. Nee, da komme ich nicht dran, leider. Wichtig ist, dass wir den Spiker oben vergiften. So, du holst schon mal keine neuen Leute. Okay. Und das ist, glaube ich, hier einfach 2. Gut. Wir haben noch... Oh, wow. Jetzt kriegst du 3 Mana und würdest dich dafür um 3 selbst verletzen. Aber okay. Das passt mir. 10. Ja, dich kriegen wir ziemlich wahrscheinlich gestunt. Ja. Ich glaube, ich möchte weiter würfeln. Dieser Hoffnung. Okay, das sind natürlich ein Batzen an Schild. Ne? Das ist, glaube ich, ein Damage und Self-Heal. Ja. 4. Au. Oh. Ich könnte das so machen und so. Wir haben 8. Es ist tatsächlich klüger, das hier zu machen. Na, du stirbst am Gift, ja. Aber dann ist das halt so. Du bist mir tatsächlich nicht so wichtig. Weil Cleave habe ich nicht. Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt ist alles in Ordnung. Gut. Fertig. Tschüss. Holla. At Copycat. Oder plus 4 Pips to all other sides with 4 or more Pips. Das ist ja lustig. Wir haben nur leider keine. Eine. Macht Copycat irgendwo Sinn? Es kann... Das ist hier nicht schlecht. Oh. Eigentlich sind die beiden aber nicht so toll. Oder nehme ich die Dumbbell mit in der Hoffnung, dass ich noch einen besseren Charakter nachher finde. Also wie gesagt, das Copycat, das hilft mir hier nicht so sehr. Wenn dann hier, aber dafür müsste ich irgendwas weg... Ja.
Wo ist die Wurzel? Da. Ich weiß nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ach, Damage da oben. Okay. Eins nach dem anderen. Wow. Ich habe richtig schlecht gewürfelt. Wisst ihr das? Inspired. Okay, das sind auf jeden Fall 4 Damage. Und bei ihm 6 Damage. Okay. So, stopp. Was hast du drauf? Nichts. Das heißt, du kopierst auch nichts. Wenn ich jetzt Inspired mache, ne? Dann müsstest du das ja bekommen. Das heißt, was ist mit deinem Skill passiert? Ach so, es wurde randomized, okay. Weil du Fluctuate drauf hast, okay. Okay, ja gut, nee, das bringt dann nichts. Aber wir können weaken. Wen wollen wir weaken? Ihn? Wäre nur noch ein Damage. Und du wärst tot. Oder auch nicht. Warum nicht? Du hast doch Inspired da drauf. Ach so, das ist schon verdoppelt. Nevermind. Mal guckt. Na, dann können wir auch den angreifen. Denn sonst wird er immun. Und jetzt, je nachdem, was wir würfeln, haben wir die Möglichkeit, den direkt mit unseren Cantrips von 3 Damage zu killen. Wie jetzt hier. Boost. 3 Damage. Okay. Du hast keine Rerolls. Aber du kannst weiter würfeln. Was ist denn hier passiert? Was passiert? Okay. He died it. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber okay, wir haben... Oh, wow. Cool. Ich müsste jemanden schwächer machen. Wieso stirbst du denn dann, weil du dem unteren einen Damage machst, mein Gott. Aber warte. Wie wär's damit? Wir sind schon wieder bei fast einer Stunde. Eieiei. Aber ich darf den unteren nicht neu würfeln. Auch wenn mir das jetzt gar nichts bringt. Ja. Ich habe mich verguckt. Gebe ich ehrlich zu, ich habe mich verguckt. Hier wäre es halt echt cool gewesen, ne? Weil mal mir nichts, dir nichts, 20 Damage. Der Brawler. Ja, komm schon. Warum nicht? Gucken wir mal. Schauen wir, was wir machen können. Was ist das für eine Seite? 3 Damage to the top and bottom enemies. Weaken Era. Nach Möglichkeit möchten wir das nicht. 4 Damage. Fluctuate, Cleave, Chain. Okay. Ich bräuchte dringend die Weaken-Seite. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Habe ich das? Ja, haben wir noch. Okay. So, wir haben 5 Mana bekommen. Das waren gar nicht hier Rerolls, das waren Mana. Ich habe Blödsinn erzählt beim letzten Mal. Aber das läuft tatsächlich ziemlich gut, denn wir können uns 11 Mana holen. Auch wenn wir nicht ganz dazu kommen, ihn aufzuhalten, können wir ihn weaken. Damit gibt es immerhin nur ein Damage auf alle. Das ist Cleave. Also 5 Damage auf alle. Hm? Wo macht's Sinn? Wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich schon. Denn diese Dudes holen neue Dudes. Bringt das eigentlich was? Kann ich den weiter poisen? Hat er jetzt 2 Poison? Ja. Okay, das würde also klappen.
Das lief beachtlich gut. Ich meine, ja, was soll ich machen, ne? Oh ja, gut, ich bin halt weakened. Ist schade, denn du wirst mich angreifen, aber das kann ich bestimmt auch aufhalten. Irgendwie. Gucken wir mal, vielleicht kommen wir ja an anderen Shit. Das ist, nehme ich auf jeden Fall jetzt mit. Ich muss mich gegenhalten. Und auch das ist nicht verkehrt. Das ist schon verkehrt. Okay. Heal 2. Ups. Ein wenig noch. Dann könnten wir das Glück haben, dass wir ihn stunnen können. Haben wir überhaupt noch einen Stunner? Wir haben mich weggegeben, oder? Wir können nicht stunnen. Außer irgendwie der Jumble rastet komplett aus. Mal gucken, ob was er Bock hat, ne, zu würfeln. Das ist Exert, dafür aber zwei. Ja, das brauche ich vielleicht gar nicht. Aber vielleicht auch doch. Blöderweise habe ich hier 0 drauf. Sonst hätte ich das cleansen können, dieses Exert. Das ist echt ein bisschen schade. Ja, das wäre 3. Ja, ist gut, ist gut. Komm, das kannst du besser, oder? Ja, wollte auch sagen. Hast du einfach eine Exert-Seite gewürfelt? Was? Naja, mach du mal. Ich vertraue dir da schon. So, was könntest du noch machen? Du hast dich halt auch exertet. Okay, gut. Solange wir diesen Teil erreichen, ist ja alles in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt mit einem Mana enden konnte. Ich dachte eigentlich irgendwie, ich würde Damage machen, aber scheinbar nicht. Ja, okay, hier muss ich wenigstens nicht... Wow, okay. So stirbt mir der Sorcerer. Ich meine, ich kann ihn um 2 heilen. Da kann ich aber auch nicht viel machen. Naja, was kommt, dann ist egal. Okay. Ranged, 2 Damage, das geht besser. Charged. Besser oder lieber wäre mir, wenn du die Seite würfelst. Ah, wiederbeleben brauchen wir nicht. Na komm schon, strengt euch an. Okay, kriegen wir den da unten gerettet. Holy crap. 7 auf Weaken. Son of a bitch. Self-heal um 3. Nö. Holy crap, Mann. Weaken um 7. Damit habe ich effektiv nur noch die Charaktere in der Mitte. Krass, hier ist einfach mal nichts rausgekommen. Wieder nichts. Ah, gute Runde, ne? Macht Weaken überhaupt noch große Sinn, ist die Frage. Wahrscheinlich noch nicht mal. Wo ist denn... Wieso würfelst du denn nicht mehr? Achso, weil ich dir einmal dieses Ding da gegeben habe zum Kopieren. Deswegen kommen keine Dinger mehr. Okay. Okay, das hier... Boah, krass. Ich glaube, ich habe mich selbst in den Abgrund gejietet. Müsste das so machen. Und so. Richtig? Richtig? Ich glaube, der sollte sterben. Jedenfalls nach Vorhersage. Jawohl. Ich war mir selber nicht mehr sicher, ob ich dem Ganzen glauben kann. Aber hey, wir haben es geschafft. Sehr schön. Du wisst ja, ich freue mich auf das nächste Video, denn da werden wir die Schwierigkeit Heaven ausprobieren. Und ja, wie ihr es schon seht, die ist leichter als easy. Aber naja, sie ist halt da und ich will sie euch zeigen. Leute, ich sage danke fürs Zuschauen. Bye, slice and dice und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.